für den Klimaschutz ist der Diesel, das Dieselauto heute genauso ein gutes Auto, wie es das gestern und vorgestern war. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, was unsere Kanzlerin beruflich macht. Die olle Tante zeigt den fiesen Dieselhonks nie klare Kante. Feinstaub, Husten, juckt sie wenig, ab und zum Dieselgipfel geht sie eh nicht. Den Trottel, den sie schickte, der ganz und gar nichts hinkriegte, den lässt sie allein mit den Umweltschwein. Denn sie ist weg. Weg. Und hier ist nur von der Leyen allein dieser Dreck. Dreck! Sie sagt, er kann doch so schlimm nicht sein. Sie sagt, egal, wenn das Software-Update Mist ist und der ganze Kompromiss nur Beschiss ist, ich mach mir doch nicht die Hände dreckig. Ich hab ne Wahl zu gewinnen, also leckt mich. Jetzt warten wir die Dinge mal in aller Ruhe ab. Ja, ja, Angela, nur Gerede, Mann. Kein Plan bei G20 und Erdogan. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Zum Beispiel London, nach Italien, nach Sardinien. Und warum hast du diesen Horst nicht gleich mitgenommen? Mitgenommen. Immer ist sie weg. Weg. Da bleibt der Steffen allein daheim. Sie ist weg. Weg. Hilft das dem Schulz? Ich glaube, nein. Sie ist weg.